So, und jetzt geht es weiter mit OpenStreetMap. Ich musste jetzt ein bisschen an meine erste Kartografie-Vorlesung denken, wo uns, glaube ich, 5 oder 10 Mal gesagt wurde, dass OpenStreetMap keine Karte ist, sondern eine Geodatensammlung. Und ich glaube, dieser Vortrag ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig die Attribute bei OpenStreetMap sind und man viele spannende Inhalte nicht nur im Visuellen, also wenn man auf die Karte schaut, entdecken kann, sondern wenn man ein bisschen tiefer in die Attribute reinschaut. Und dazu haben wir hier Alex Seidel, der sich mit einem Radverkehrsqualitätsindex mit OpenStreetMap-Daten beschäftigt hat. Ja, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Danke für die Einführung und danke auch für euer Interesse an diesem Thema. Ich stehe hier zwar heute alleine, aber die Sachen, die ich mit OpenStreetMap mache, die mache ich gern mit anderen zusammen. Zum Beispiel mit unserer Verkehrswendegruppe in Berlin. Also wir haben so eine OSM-Verkehrswendegruppe gegründet vor ein paar Jahren. Und in diesem Rahmen nutzen wir OSM gerne, um Verkehrsinfrastrukturen besser zu erfassen, aber auch Datenanalysen in diesem Bereich durchzuführen. Und heute möchte ich euch eins unserer Projekte aus dem Bereich Radverkehr vorstellen. Die meisten von euch fahren bestimmt regelmäßig mit dem Fahrrad und freuen sich dann, wenn die Radwege, die ihr nutzen wollt, auch in OSM kartiert sind. Eure Routing-Apps, die können euch dann dort entlangführen und auf Karten sieht man dann auf einen Blick, wo Radwege sind und wo nicht. Das ist aber in der Realität ein bisschen komplexer, denn wenn man mit dem Fahrrad von A nach B will, dann ist eben nicht nur entscheidend, wo es Radwege gibt, sondern auch, wie gut diese Wege und Straßen eigentlich zum Radfahren geeignet sind. Und das zeigen die Fahrradkarten eben eigentlich nicht. Obwohl ihr bestimmt aus eigener Erfahrung wisst, dass es da ganz erhebliche Unterschiede geben kann. Ich habe hier mal exemplarisch 2 Beispiele mitgebracht. Die meisten Fahrradkarten, die würden jetzt suggerieren, dass wir auf diesen Bildern dasselbe sehen wie auf diesen beiden, obwohl sich die Situationen natürlich in jeder Hinsicht unterscheiden. Also vorsichtig ausgedrückt gibt es da gewisse Qualitätsunterschiede, die sich ganz erheblich auf die Verkehrssicherheit und das Sicherheitsgefühl auswirken, aber eben auch auf andere Faktoren wie Reisegeschwindigkeit oder generell die Bequemlichkeit. Und damit auch auf die Bereitschaft und die Motivation zum Fahrradfahren. Solche Parameter der Radverkehrsqualität, die lassen sich nicht nur im Fahrradalltag individuell erleben, sondern die können wir auch mit Geodaten empirisch messen. Und Geodaten wie die von OSM, die sind eigentlich total prädestiniert dafür, solche Unterschiede sichtbar zu machen. Und da gibt es auch schon ein paar Ansätze in diesem Feld. Grob unterscheiden kann man da 2 verschiedene Ansätze. Einmal so eine Art Flächenansatz, da legt man einfach ein Raster über den Raum und dann schaut man für jede Zelle, wie häufig bestimmte Phänomene da vorkommen. Zum Beispiel, wie viele Radwege gibt es in so einem Flächensegment? Wie groß ist der Anteil von Grünflächen? Wie viele Points of Interest gibt es da? Oder auch wie viele Fahrradständer oder sowas? Und daraus kann man dann sozusagen so einen flächenbasierten Index bilden. Eine andere Variante wäre so ein ganz klarer Kantenansatz, wo man also wirklich die Geometrie, die Linie in den Blick nimmt und aus den Attributen jeder Linie eine Art Kennzahl ableitet. Also das ist ja auch das, was klassische Router eigentlich schon tun. Genau, und in Berlin, da haben wir uns halt ein paar von solchen Ansätzen angeguckt und immer wieder festgestellt, dass sie die potenzielle Tiefe von radverkehrsrelevanten Attributen, die wir in OSM erfassen können, dass die nur unzureichend oder oberflächlich aufgegriffen werden. Denn in OSM, da haben wir potenziell eine ziemlich große Palette von Attributen, mit denen wir die Beschaffenheit von Wegen ziemlich detailliert erfassen könnten. Das sind einerseits Attribute wie die Oberfläche oder die Breite von Wegen, aber auch zum Beispiel die Abgrenzung zum Nachbarschaftsverkehr, also zu den angrenzenden Verkehren oder auch Details wie Oberflächenfärbungen oder natürlich die Beleuchtung bei Nacht oder ähnliches. Genau, und solche Details, die wurden eben in OSM in der Vergangenheit oft vernachlässigt. Teilweise auch strukturell benachteiligt. Ja, der ursprüngliche Fokus von OSM liegt ja, wie der Name schon sagt, eher so auf der Straße, damit auf dem Autoverkehr und ja, der Fuß- und der Radverkehr. Die waren konzeptionell oft eher so, ja, so ein Anhängsel, ein kleines Attribut, was man vielleicht an der Straße hinterlegen kann, aber kein eigenständiger Verkehrsträger jetzt in dem Sinne. Da ist allerdings einiges in Bewegung geraten in den letzten Jahren in OSM. Dadurch ist einerseits die Datenkonsistenz gestiegen. Also die Daten sind verlässlicher, vollständiger, besser auswertbar und andererseits geraten auch immer mehr radverkehrsrelevante Daten in die Datenbank. Ich habe hier mal exemplarisch die Entwicklung der beiden vielleicht wichtigsten Attribute in dem Bereich Radverkehr dargestellt. Wir haben inzwischen an 84% aller Wege, die irgendwie so Radwege im weiteren Sinne sind, eine Information zu ihrer Oberflächenbeschaffenheit, also zum Belag in den meisten Fällen.
Und vor 5 Jahren, da waren das noch 64%, also eine ganz gute Steigerungsrate von 20 Prozentpunkten. Auf einem niedrigeren Niveau haben wir hier die Anzahl, oder die Breite von Wegen immerhin bei jedem 5. Weg inzwischen erfasst. Und auch da wächst langsam aber stetig wirklich eine schöne Datenbasis für ja, genauere Auswertung eigentlich heran. Und das haben wir zum Anlass genommen, jetzt in der Berliner OSM-Community doch mal über einen eigenen OSM-basierten Qualitätsindex nachzudenken, der diese Detailtiefe ja, reflektiert und dessen Umsetzung ich heute mal hier zeigen möchte. Unser Ausgangspunkt sind die Geometrien der Straßen und der Wege, also wirklich dieser kantenorientierte Ansatz. Und unser Ziel war eigentlich ganz einfach, wir wollten jedem Weg, jeder Straße einen Indexwert zwischen 0 und 100 zuweisen oder von mir aus auch abgeleitet eine Schulnote daraus. Und dieser Wert sollte aussagen, wie gut eine Straße oder ein Weg zum Radfahren geeignet ist. Das funktioniert auch schon ganz gut. Ich gehe jetzt gleich nochmal genauer darauf ein, wie wir das machen. Aber ich will vorher noch sagen, dass es jetzt nicht als ein fertiges Produkt, Projekt gedacht ist, sondern im Prinzip so eine Art Demonstration des Möglichen, einen Diskussionsstand, eine Diskussionsgrundlage, um das hoffentlich auch in der Zukunft noch weiterentwickeln zu können. Bevor wir uns das näher angucken, drängt sich meiner Meinung nach eine Frage total auf in diesem Kontext, nämlich für wen wir eigentlich eine Qualitätsaussage treffen. Die Indexvariante, die wir jetzt aktuell verfolgen, die geht erstmal, ich sag mal, von Fahrradmobilität im Alltagssinne aus, also im klassischen Sinne, wo man durchaus auch längere Distanzen zurücklegt, wo es um erster Linie um Faktoren wie Direktheit, Störungsfreiheit geht, genau, ohne dass wir jetzt die Verkehrssicherheit vernachlässigen, da dieser ja auch ganz essentiell das subjektive Qualitätsempfinden prägt. Es wäre aber auch ohne weiteres möglich, ein anderes Parameterset anzusetzen, zum Beispiel oder auch andere Gewichtungen. Man könnte jetzt zum Beispiel so eine Art Kinderindex ermitteln, da müsste man dann eben nur andere Ausgangswerte annehmen, weil Kinder eben andere Ansprüche an den Radweg haben. Genau, der konkrete Ausgangspunkt für unsere Indexentwicklung, das war ungefähr hier sowas. Wir haben auf einem kleinen Mapper-Treffen beim letzten OSM-Hack-Weekend haben wir uns in einer kleinen Gruppe zusammengesetzt und einfach mal so eine ganze Reihe von Straßenszenen diskutiert. Das ist hier nur eine ganz kleine Auswahl davon. Und als allererstes haben wir sozusagen so Schulnoten verteilt. Dann habe ich noch eine Weile so verkehrspsychologische, technisch-planerische Studien mir angeguckt, um das Ganze sozusagen, also um die eigenen subjektiven Empfindungen daran noch ein bisschen zu schärfen oder zu korrigieren. Und dann habe ich ein paar Wochen damit verbracht, ein Datenmodell sozusagen zu entwickeln, das ich an diesen Situationen kalibrieren kann, sodass ich sozusagen mit einer generalisierten Formel für jedes Wegesegment eine Einstufung mir ergeben lassen kann, die sozusagen ungefähr oder ziemlich genau diesen Werten hier entspricht. Und diese Formel kann man ungefähr auf diese Folie hier bringen. Wir schauen zuerst, um was für eine Art Weg es sich handelt und ordnen diesem Weg dann eine Art Basiswert zu. Das ist, muss man sich also einen Erwartungswert vorstellen. Wie gut oder ja, wie könnte dieser Index bei einem bestimmten Wegetypen unter optimalen Umständen aussehen, ungefähr. Und diesen Basiswert, den variieren wir dann durch verschiedene Faktorengruppen. Also wir werten ihn sozusagen auf oder ab mit den verschiedenen Attributen, die wir vorfinden, um dann am Ende auf das tatsächliche Ergebnis, auf die tatsächliche Einstufung des Index zu kommen. Genau, schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie wir diese Wegetypen klassifizieren. Das ist hier stark vereinfacht dargestellt, auch wenn das vielleicht schon verwirrend genug aussieht. So ein OSM oder so eine Linie in OSM, die könnte zum Beispiel ein Gehweg sein, wo man mit dem Fahrrad drauf fahren darf, oder ein gemeinsamer Geh- und Radweg, verschiedene Arten von Fahrradwegen oder einfach schlicht eine Fahrbahn, auf der man mit dem Fahrrad mitfährt. Und am Ende unserer Prozessierung, da können wir dann eben jedem Segment einen Basiswert zuordnen und damit den mit den anderen Faktoren verrechnen und kommt man am Ende auf den Index. Und genau die erste Faktorengruppe, die da eine ganz wichtige Rolle spielt, das ist die Breite eines Weges oder einer Straße. Hier stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich eine gute Breite? Also wenn wir einen Index zwischen 0 und 100 definieren, dann müssen wir ja eine Aussage treffen, was ist eigentlich ein guter Zustand oder ein optimaler Zustand. Da haben wir uns jetzt nicht an Maßen aus technischen Regelwerken, wie zum Beispiel den Empfehlungen für die Anlage von Radverkehrsanlagen in Deutschland orientiert, wo ja zum Beispiel so eine Marke von 2 Metern drinsteht, sondern wir haben da eine, weil das eben Mindestwerte sind, die differenzieren nicht gut bei besonders guten Breitenverhältnissen und so weiter. Deswegen haben wir da einen eigenen Ansatz sozusagen zugrunde gelegt, der davon ausgeht, dass
eine gute Breite dann gegeben ist, wenn zwei Radfahrende sich mit einem ausreichenden Abstand überholen können. Das sind so ungefähr 2,5 Meter. Und ist ein Radweg jetzt schmaler, dann wird er eben abgewertet, besonders wenn er sehr schmal ist. Und bei Überbreiten kann es dann auch zu leichten Aufwertungen kommen. Das Ganze haben wir natürlich auch noch nach Fahrtrichtung differenziert. Also bei einem Zweirichtungsverkehr muss dann der Weg entsprechend breiter sein. Und wenn Autos drauf fahren, ist es natürlich nochmal sowieso viel kompliziert, aber da will ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Genau, die physische Beschaffenheit eines Weges, die wird daneben natürlich auch noch durch die Oberfläche charakterisiert. Die hat also auch einen ganz erheblichen Einfluss, vor allem auf die Reisegeschwindigkeit. Da können wir in OSM einmal den Belag und einmal den Zustand eines Weges klassifizieren. Da gab es ja auch gestern hier schon einen schönen Vortrag, wie man das aus Bildern sozusagen ableiten kann über KI. Und ich denke, das erschließt sich recht klar, dass zum Beispiel eine Kopfsteinpflasterstraße eine ganz wesentliche Qualitätsminderung darstellt oder generell schlechte Oberflächenqualitäten. Und dazwischen verbirgt sich noch ganz viel Varianz. Also wir haben in unserem Algorithmus zum Beispiel ungefähr 30 verschiedene Oberflächenbelege bis runter hin zu Sandwegen oder Ähnlichem, die dann sozusagen einen entsprechenden Faktor bekommen. Die nächste Faktorengruppe zur Qualitätsbewertung, das stellt die Verkehrsbelastung dar durch anliegende Straßen, also eine parallele Hauptstraße oder wenn auf einer Straße hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Das hat ja auch einen ganz erheblichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl oder auch auf die tatsächliche Sicherheit, die dann auf diesem Weg sozusagen stattfindet. Wobei das natürlich auch davon abhängig ist, wie nah ich mich im Verkehr bewege oder am Verkehr. Also bei einem physisch getrennten Weg neben der Straße ist es nicht ganz so erheblich, aber wenn man wirklich auf der Fahrbahn mitfährt, dann spielt das eine ganz, ganz signifikante Rolle und entsprechend wird es auch wieder gewichtet. Als dritte Faktorengruppe haben wir das Thema physische Trennungen identifiziert. Also sowohl für das Sicherheitsgefühl als auch für die Reisegeschwindigkeit spielt das ja auch eine ganz erhebliche oder eine relevante Rolle, wie nah mir sozusagen die anderen Verkehrsteilnehmer auf die Pelle rücken. Manchmal hat man da eine ganz starke physische Trennung der Verkehre, wie zum Beispiel hier oben auf den Protected Bike Lanes, die man da sieht. Aber es kann auch sein, dass die Verkehrsführung sehr, sehr eng stattfindet. So eng, dass dann auch zusätzliche Unfallgefahren entstehen. Zum Beispiel durch Dooring bei sich öffnenden Autotüren. Genau, und wenn es eben keinen ausreichenden Sicherheitsabstand gibt, dann ist es eben durchaus auch ein sehr qualitätsmindernder Faktor. Das können wir in der Theorie auch sehr gut in OSM abbilden. In der Praxis ist das Schema dafür wirklich noch in den Kinderschuhen. Das haben wir auch selber mitentwickelt. Das ist auch noch nicht sehr gut dokumentiert und verbreitet. Und deswegen haben wir diesen Faktor derzeit noch nicht wirklich aktiv in dem Index drin. Das ist sozusagen erstmal nur eine Vorüberlegung. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, weil man nach links, nach rechts gucken muss. Man hat verschiedene Ausprägungen dieser Attribute. Es gibt dann den Kfz-Verkehr und den Fußverkehr sozusagen, den man irgendwie in Relation zueinander bringen muss. Da müssen wir nochmal sozusagen ein eigenständiges Modell dafür entwickeln. Solange wir das jetzt noch nicht drin haben, fließt das sozusagen indirekt über, zum Beispiel über einen eigenen Wegetypen für Protected Bike Lanes oder auch über eine leichte Abwertung für Straßensegmente, wo wir erkennen können, dass eben eine Dooring-Gefahr herrscht, weil ein Parkstreifen angrenzt und ein zu geringer Puffer sozusagen kartiert ist. Also wenn das der Fall ist, dann gibt es so einen kleinen Malus bisher. Und da sind wir schon mittendrin in der vierten Faktorengruppe. Das sind so sonstige Parameter, sonstige Attribute, die wir in den OSM-Daten haben, die dann nochmal so einen kleinen Bonus, einen kleinen Malus eben geben. Das kann die Beleuchtung bei Nacht sein. Also wenn die nicht vorhanden ist, ist das ja auch durchaus, zumindest wenn man nachts fährt, ein qualitätsmindestes Merkmal. Oder es kann ein Bonus für bestimmte symbolische Unterstützungen des Radverkehrs geben, für Oberflächenmarkierungen und so weiter. Also das gibt dem Ganzen am Ende dann nochmal so eine kleine Auf- oder Abwertung, wenn man sowas identifiziert in den OSM-Daten. Genau, und jetzt sind wir soweit, dass wir alles in einen großen Topf schmeißen können, einmal umrühren und dann kommt eben am Ende dieser Index für jedes Wegesegment heraus. Die ganze Prozessierung, die passiert zurzeit über einen Python-Script in QGIS. Das Skript, das könnt ihr auch online finden und zwar nicht nur das, sondern auch eine tolle Webmap, die mein sehr motivierter Kollege Tobias, ich weiß gar nicht, ob er hier ist, gerade hier in den letzten Wochen gezaubert hat. Diese Karte, die findet ihr auch online. Vielen Dank dafür. Und diese Karte, die visualisiert den Index zurzeit für ganz Berlin. Ihr könnt da auch die Segmente anklicken und dann seht ihr hier in der rechten Spalte die ganzen Attribute, die wir da abgeleitet haben und auch die Faktoren, die dann zu der Bewertung führen.
Hier habe ich mal beispielhaft eine Protected Bike Lane rausgesucht. Eigentlich sieht das ja sehr bequem aus, aber tatsächlich, wenn man da fährt, auf 2 Metern Breite, das ist auch nicht ganz so bequem zu überholen zum Beispiel. Also gibt es eine leichte Abwertung für die Breite. Es ist auch entlang einer Hauptstraße. Es ist zwar physisch stark getrennt, aber trotzdem gibt es dafür auch nochmal einen kleinen Abzug. Aber insgesamt dann doch eine ganz, ganz ordentliche Bewertung. Anderes Beispiel hatten wir auch vorhin schon mal das Foto, ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Gemeinsamer Geh- und Radweg heißt immer, ich muss als Fahrradfahrer auf die Fußgänger achten. Also das ist auf jeden Fall sozusagen ein Malus für den Weg. Im Gegensatz dazu habe ich allerdings keinen Autoverkehr. In diesem Fall haben wir eine relativ schlechte Oberfläche. Das gibt auch nochmal Abzug und es ist nachts nicht beleuchtet. Also wenn man das alles sozusagen in die Formel schmeißt, dann kommt am Ende so eine mittlere Bewertung dabei raus. Und hier nochmal ein Beispiel für eine relativ schlechte Bewertung. Für viele Städte ja wirklich typisch solche Nebenstraßen mit Kopfsteinpflaster. Eigentlich relativ verkehrsarm, also theoretisch super, aber so eine holprige Oberfläche, die ist natürlich nichts fürs Fahrrad oder macht man eigentlich einen großen Bogen drum. Zudem, wenn man hier anguckt, nutzbare Breite, haben wir hier 4,3 Meter identifiziert zwischen den parkenden Autos. Das ist, wenn man überlegt, dass ein Kfz 2 Meter breit ist im Mittel oder ein Fahrrad ungefähr 1 Meter Platz einnimmt, das ist dann sozusagen in der Summe schon weniger als der Sicherheitsabstand, der dann am Ende eigentlich noch de jure da übrig bleiben sollte. Also auch das muss man dann alles mit in Betracht ziehen und deswegen kommt dann hier doch eine relativ schlechte Bewertung dabei raus. In Neukölln haben wir das Glück, dass wir in den letzten Jahren flächendeckend sehr viele Daten in OSM gemappt haben, also vor allem viele Details. Wir haben hier eine sehr aktive Community und konnten deswegen diesen Index relativ lückenlos hier generieren und sozusagen auch daran kalibrieren. In den meisten anderen Gegenden sieht es anders aus, da fehlen also Daten. Zum Beispiel fehlt dann die Breite eines Weges oder andere Details. Und dann müssen wir für den Index auf Vorannahmen zurückgreifen. Das macht natürlich die Ergebnisse ungenauer, aber diese Ungenauigkeiten, die nehmen wir in Kauf, denn unser Ansatz, der zielt gar nicht darauf ab, ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis in der Breite zu erzielen, sondern wir wollen wirklich da, wo es gute Daten gibt, ein möglichst differenziertes Ergebnis liefern. Also wir möchten zeigen, was man im besten Fall aus guten Daten ableiten kann und durchaus auch motivieren, Datenlücken eben zu füllen. Da haben wir auch eine eigene Ansicht dafür. Kann man hier in der linken Spalte sozusagen auf die Datenlücken klicken und dann sieht man auch auf einen Blick, wo noch Daten fehlen und auch welche da fehlen. Das wird in den Attributen mitgeliefert. Es ist allerdings nicht so, dass man wirklich jetzt perfekte Datengrundlagen braucht, um diesen Index schon sinnvoll anwenden zu können. Ich habe hier den Index mal gemittelt für verschiedene Städte in Deutschland, die in Ranglisten, zum Beispiel vom ADFC, als besonders gut oder als besonders schlecht oft gerankt werden. Und da gibt es schon auf jeden Fall auch eine Korrelation. Das heißt, auch wenn solche Ranglisten natürlich noch andere Umgebungsvariablen, zum Beispiel die verkehrspolitische Stimmung oder so das Image einer Stadt mit einbeziehen, kann man doch auch hier schon eine sehr starke Korrelation erkennen. Genau, im Mittelpunkt meines Vortrags standen jetzt vor allem die Daten und die Datenanalyse, die Datenverarbeitung für solche Qualitätsanalysen. Worauf ich jetzt nur noch am Rande eingehen kann, ist jetzt die Frage, was man eigentlich mit solchen Daten anfangen kann, ganz konkret. Die Erfahrungen, die wir in Berlin gemacht haben, die zeigen, dass solche Daten eine wirklich wertvolle Grundlage für planerische Entscheidungen sein können, auch für politische Diskussionen, also über das Thema Verkehrswende, über Radwegebau wird da eigentlich allerorten diskutiert oder auch gestritten. Und ich denke, das hat wirklich einen ganz großen Wert, wenn man mit solchen Daten überhaupt erstmal sehen kann, worüber man da streitet. Als ein kleines Sichtfenster in diese große Thematik habe ich hier mal das Radnetz rund um Neukölln so dargestellt, dass man mehr oder weniger gute Infrastruktur ganz hell erkennen kann. Und wenn man da eine Weile drauf guckt, dann erkennt man doch da bestimmte Lücken im Netz, sage ich mal. Es gibt auch einige Maßnahmen, die zurzeit in Bau sind, die dann wirklich solche Lücken schließen. Aber viele weitere Lücken bleiben da natürlich. Und ich denke, solche Daten können ganz hilfreich sein für zukünftige Planungen, um diese sozusagen zu priorisieren, vor allem um den Blick auf das große Ganze, also auf das ganze Netz zu richten und nicht nur die einzelne Maßnahme vor Ort zu betrachten. Genau, wenn euch das Thema interessiert, dann würde ich euch am Ende gerne noch ein paar Möglichkeiten mit auf den Weg geben, wie ihr auch selbst euch an solchen Projekten beteiligen könnt. Falls ihr OSM-Mapperinnen seid, dann gibt es auf jeden Fall überall, egal wo ihr wohnt, wo ihr mappt, genug zu tun. Es gibt auch tolle Werkzeuge wie Street Complete oder Overpass, wo man wirklich ganz gezielt auf Lückenjagd gehen kann. Ihr könnt ja auch mal die Indexberechnung für eure Stadt durchlaufen lassen und gucken, ob das Ergebnis da schon einigermaßen repräsentativ aussieht oder plausibel. Gebt uns gerne eine Rückmeldung.
Und ganz generell rufe ich immer wieder gern dazu auf, wirklich auch die OSM-Daten gezielt zu nutzen, um Infrastrukturen zu erkunden, um Zusammenhänge sichtbar zu machen, weil man auf diese Weise wirklich das freie Werkzeug OSM ganz wunderbar nutzen kann, um auf Defizite hinzuweisen, um auch planerische Entscheidungen, politische Debatten durchaus mit zu beeinflussen. Genau, und damit bleibt mir jetzt eigentlich nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken, für euer Interesse am Thema und meine Kontaktdaten hier zu lassen. Hier sind auch nochmal die Links zu unserem Index und zu der Demo-Map. Ihr könnt ja, wenn euch das Thema interessiert, auch gerne mal auf unserer Website von der OSM-Verkehrswendegruppe vorbeigucken. Da haben wir noch ein paar andere Projekte gestartet in dem ganzen Bereich Verkehr und OSM und haben da auch noch genug andere Ideen, was man machen kann. Leider meistens zu wenig Zeit. Aber wenn ihr auch mal Ideen habt oder so, kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an und dann können wir da bestimmt auch mal noch coole Sachen zusammen machen. Vielen Dank. So, danke schön für den spannenden Vortrag. Ich fand die Aufbereitung in der Web-App auch auf den Folien wirklich sehr schön. Und jetzt können wir zu den Fragen kommen. Die Frage mit den meisten Votes lautet, ob bei der Auswertung zusätzlich zu OpenStreetMap-Daten auch öffentliche Geodaten der Verwaltung verwendet wurden. Nee, das haben wir bewusst nicht gemacht. Also wir wollten wirklich einen rein OSM-basierten Index machen, weil das dann eben auch bedeutet, dass man diese Werte für die ganze Welt theoretisch ermitteln kann in vergleichbarer Art und Weise. Das hat dann auch gewisse Nachteile. Zum Beispiel ist so dieses ganze Thema Verkehrsmenge, also wie viele Autos pro Stunde fahren auf einer Straße, das ist ja auch ganz wesentlich, gerade wenn man Nebenstraßen oder kleinere Hauptstraßen bewerten möchte. Da haben wir in OSM einfach nicht die Möglichkeit, das wirklich sinnvoll zu hinterlegen. Das wäre vielleicht eine Chance, dass man darüber mit externen Daten nochmal wirklich den Index verfeinern kann. Haben wir jetzt aber so erstmal nicht angedacht, um das vergleichbar zu halten. Dann die nächste Frage. Ist ganz Berlin Teil der Analysen oder unter Anführungszeichen nur alles, was im Ring liegt? Bei der Frage kommt auch noch ein Beispiel mit. In Marzahn an der Landsberger Allee gibt es einen Fahrradweg, der plötzlich aufhört. Und Google Maps zumindest schickt dich dann weiter auf die Autobahn oder auf die Bundesstraße. Hat jemand was dagegen, wenn ich es erlaube? Ja, also der Index ist bis jetzt für ganz Berlin hier generiert worden. Es wird natürlich auf einer hohen Zoom-Stufe gerade nicht geladen. Ich finde natürlich jetzt so spontan die Landsberger Allee nicht. Aber der Mensch, der das gefragt hat, kann sich da ja gerne mal umschauen. Also die Daten sind hier für ganz Berlin auf jeden Fall vorhanden. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie gut da jetzt die Daten in dem konkreten Fall erhoben sind, ob das Ergebnis da auch so aussieht, wie der Mensch das vielleicht selber fühlt. Aber gerne nochmal eine Rückmeldung geben. Da kann man natürlich auch gucken, im Zweifelsfall, was man da verbessern kann oder was, wo es da vielleicht hakt. So, da haben wir jetzt auch schon wieder ganz viele neugierige und interessierte Leute. Weil die nächste Frage, möchte wissen, was ihr braucht, um das deutschlandweit oder vielleicht weltweit zu berechnen. Ja, ich glaube irgendwie Rechenpower oder so, Server, weiß ich nicht. Da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwelche Ressourcen habt, mal den Tobias ansprechen, at Tordans bei OSM, der ist nämlich sozusagen der, der das technisch hier umgesetzt hat. Und also das wäre natürlich von uns auch ein Traum, wenn man das für die ganze Welt aufsetzen kann. Aber so weit sind wir jetzt erstmal nicht. Wir sind wirklich ganz froh, dass wir das jetzt hier erstmal so einigermaßen vorzeigbar hinbekommen haben. So, und dann noch mal eine Frage zu den Tags in OpenStreetMap. Die lautet, manchmal ist die Konstellation von Key- und Tag-Kombinationen nicht eindeutig. Wie geht ihr damit um? Also vor allem gibt es halt viele Situationen, wo eine konkrete Situation auf verschiedene Arten und Weisen gemappt werden kann. Das ist ja das, was ich in der Wegebestimmungsfolie gezeigt habe. Da führen dann einfach verschiedene Wege zum gleichen Ergebnis. Und ein anderes Thema in diesem Feld ist natürlich die Datenkonsistenz. Also gerade was das Thema Breiten angeht auf einer Fahrbahn, haben wir eigentlich so eine Art Konsens in den letzten Jahren gefunden, dass mit der Breite sozusagen die gesamte Fahrbahn von Bordstein zu Bordstein oder von Kante zu Kante gemeint ist. Es gibt aber auch Menschen, die verstehen das eben dann zwischen den parkenden Autos. Das ist natürlich dann ein bisschen kompliziert, aber das ist das, was ich meinte mit die Datenkonsistenz hat in den letzten Jahren zugenommen, zumindest meiner Erfahrung nach. Die Daten werden immer besser und damit wird die Aussagekraft auch immer besser.
Die nächste Frage geht auch in die Richtung, was ist mit den Straßen, die keine Informationen haben, wie berechnet ihr den Index dort? Das ist das, was ich mit dem Thema Standardannahmen, Defaultannahmen meinte. Da haben wir dann einfach je nach Wegeklasse oder nach anderen Faktoren, nehmen wir dann einen Standardwert an, den wir sozusagen aus Erfahrungswerten jetzt konkret aus Berlin abgeleitet haben. Das ist auch wirklich ein schwieriges Thema, weil in Berlin sind die Straßen halt ganz anders beschaffen als zum Beispiel in einer Altstadt, einer deutschen mittelalterlichen sozusagen Stadt. Das ist dann tatsächlich schwierig. Also wenn da keine Informationen vorliegen, dann wird es ungenau. Das ist das, was ich vorhin meinte. Aber wir wollen eben auch dazu motivieren, solche Datenlücken dann gezielt zu füllen. Also wenn man so einen Index dann in so einer Stadt durchführen will und da auch ein gutes Ergebnis, was man praktisch nutzen kann, erreichen möchte, dann muss man vielleicht tatsächlich mal ein bisschen kartieren vor Ort, bevor man das dann verwendet. So, und da gibt es ja die ganzen Segmente der Straßen, aber vielleicht könnten wir doch nochmal die Kreuzungen anschauen. Die Frage möchte wissen, wie die Qualität der Kreuzungen für den Fahrradverkehr berücksichtigt werden könnte. Das ist ein sehr gutes Thema. Das ist nämlich leider auch eine Schwachstelle, nicht nur an diesem Modell, sondern generell OSM, dass es sehr kompliziert ist, so Knotenpunktbereiche da sinnvoll zu modellieren. Also wir haben im Prinzip Linien, die sich an der Kreuzung treffen. Es gibt manchmal Versuche, wie zum Beispiel hier sieht man das schon teilweise, dass dann sozusagen im Knotenpunktbereich die Linie segmentiert oder fragmentiert wird und man da ganz eigene Attribute setzt. Aber im Knotenpunktbereich spielen ja auch andere Dinge eine Rolle, also gerade so bestimmte Schutzmechanismen, Markierungen, Trennungen oder die Radweg oder die Führung der Verkehre im Knotenpunktbereich. Das ist was wir eigentlich nicht so richtig gut abbilden können, zumindest nicht mit den linienhaften Attributen. Also da müsste man tatsächlich dann über die Fläche gehen. Das ist sehr wenig verbreitet, dass man Knotenpunktbereiche als Flächen modelliert und da auch nochmal eine ganz eigene Auswertungsmatrix sozusagen dafür finden. Das haben wir jetzt noch nicht drin, weil das nahezu unmöglich und zurzeit eben aufgrund fehlender Daten auch schwer zu modellieren ist. Dann kommt dann die nächste Frage, die bezieht sich auf Routing und fragt, inwieweit kann, ich glaube, das heißt notwendiges Routing durch ein Segment beachtet werden? Notwendiges Routing? Notwendiges. Also das ist generell auch ein interessantes Thema in diesem Zusammenhang, inwieweit diese Daten natürlich auch für Routing total interessant sind. Router machen ja letztendlich nichts anderes, als genau sowas zu berechnen. Die machen das natürlich, zumindest soweit ich weiß, in keiner Weise so tiefgründig. Das heißt, man hat da immer viel, viel einfachere Werte sozusagen am Ende, die dann die Penalties für das Routing definieren. Es könnte vielleicht mit der Frage auch gemeint sein, was man hier zum Beispiel auf der Karte sieht, dass wir hier im Prinzip bei der Straße zwei Linien nebeneinander liegen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch gemeint ist. Hier, wir haben nämlich bewusst alle Wegesegmente betrachtet, auch die, wo man jetzt eigentlich gar nicht mit dem Fahrrad fährt, um das mal vergleichen zu können. Also hier haben wir sozusagen einen Radfahrstreifen neben der Fahrbahn, gleichzeitig aber auch sozusagen die Fahrbahn selbst. Man muss natürlich wegen der Benutzungspflicht, auch wegen dem Rechtsfahrgebot auf dem Fahrradstreifen fahren. Aber in manchen Fällen, gerade wenn es nicht benutzungspflichtig ist, ist es auch ganz interessant, sich das mal anzugucken. Hier zum Beispiel so ein typischer Fall in Neukölln, da ist wirklich der Radweg deutlich schlechter als die Fahrbahn selber. Weil das war, glaube ich, auch eins der Fotos vom Anfang. Da ist es dann ganz interessant zu sehen, dass es eben auch Radwege gibt, wo man gar nicht fahren will, was dann auch durch den Index sozusagen differenziert wird. So, vielen Dank. Leider geht uns jetzt die Zeit wieder aus, aber es gibt immer noch sehr viele Fragen, die offen sind, aber ich glaube, wir haben noch heute genug Zeit, um die zu besprechen. Danke für den Vortrag und ich würde sagen, wir schauen alle diese Karte demnächst an. Dankeschön. Danke auch.